Heute geht's um Bienen, aber nicht die Bienen, bei denen ihr denkt, dass es Bienen sind. Hi Leute, ich bin Quentin. Heute geht's um die Wildbienen und wie ihr euch richtig einfach ein cooles Insektenhotel selber bauen könnt. Obwohl eigentlich nicht Insektenhotel, sondern Wildbienenhotel, weil wir es speziell für die Wildbienen bauen. Vielleicht erstmal, was sind denn Wildbienen überhaupt? Weil ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ja, das sind doch bestimmt die, die da draußen rumfliegen und den Honig sammeln, aber genau die sind es eben nicht. Weil die ganzen Wildbienen sind viel individueller und es gibt allein in Deutschland über 550 verschiedene Arten. Und die leben halt nicht wie die Honigbiene mit ganz vielen anderen in einem großen Bienenstock oder Bienenbaum, sondern die leben einzeln. Also da lebt jede Biene einzeln für sich und macht da ihre Eier und holt ihren Snack und ihr Zeug und so. Und dadurch sind die auch viel anfälliger für diese ganzen Pestizide und Umweltgifte, die hier draußen rumschwirren, durch die ganze Landwirtschaft und Autos und so. Und auch wenn es ums Bienensterben geht, wo jetzt alle immer sagen, ja, die Bienen sterben. Ich habe ja selber Bienen und bin Imker. Und ich kann sagen, ey, es geht nicht um die Honigbiene. Solange es uns Imker gibt, sterben die nicht. Aber um diese ganzen Wildbienen, da kümmern sich halt keiner. Und auch um die ganzen anderen Insekten. Da haben sie jetzt so eine Studie gemacht über 27 Jahre in ganz Deutschland, wo sie halt festgestellt haben, Alter, es sind einfach 75% weniger Insekten. Man merkt es auch, wenn man über die Autobahn fährt, da ist einfach nichts auf der Scheibe. Und wenn ich jetzt mit meiner Oma oder mit meinem Opa quatsche, dann sagen die halt, Alter, früher musstest du dauernd anhalten und deine Scheibe sauber machen, weil das voll mit toten Viechern war. Und es ist halt krass, weil die Insekten sind das Futter für so viele Tiere, für die ganzen Vögel, für die ganzen Frösche, Eidechsen, Schlangen und so. Und die sind ja am Ende auch Futter für noch größere Tiere. Also ist das eigentlich eine Endlosspirale, die immer weitergeht, bis wir an der Reihe sind. Und ey, so weit sollen wir es halt nicht kommen lassen, weil klar, selbst wenn es euch nicht interessiert, dieses Insektenthema, und ihr denkt, ah, scheiß Mücke oder so. Aber wir leben wegen denen. Wir leben wegen diesen Tieren. Und deswegen macht euer Herz ein bisschen auf, lasst euch mal dieses Thema rein und yo, ich zeige euch jetzt, wie wir denen helfen können. Summ, 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 heul nicht rum, bau dir ein Insektenhotel. Wir bauen jetzt zwei Insektenhotels, besser Wildbienenhotels. Ein großes und ein kleines. Für das kleine haben wir einen Bauplan erstellt, für die von euch, die ein bisschen mehr Anleitung brauchen. Aber eigentlich ist es egal, wie groß oder wie klein das Insektenhotel ist. Ihr könnt da komplett eskalieren oder halt was ganz Kleines, einen Blumentopf nehmen oder so. Das ist völlig egal. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, was ihr für Werkzeug braucht. Am wichtigsten Akkuschrauber, Bits, Meter, verschiedene Bohrer. Was gerade zum Anzeichnen, ich nehme jetzt hier eine Wasserwaage. Was zum Schleifen. Eine Gartenschere. Und als letztes was zum Sägen. Also als Materialien brauchen wir einmal natürlich Holz. In verschiedenen Dicken. Das ist jetzt für die Rückwand, das ist ein bisschen dünner, hier das obere. Das wären die Seitenwände. Und ja, ein bisschen was extra habe ich noch für so... Ihr werdet es gleich sehen, das wird wie so ein Regal am Anfang aussehen. Und halt hier eine Siebdruckplatte. Ist halt gut, wenn Regen dran kommt, weil es dann ein bisschen geschützter ist. Genau, dann hier jede Menge Klötze. Da kommen Löcher rein. Mit dem Bohrer, das zeige ich euch dann noch. Da könnt ihr wirklich alles nehmen. Das ist jetzt hier Kirsche oder Nuss. Richtig gut ist halt, wenn das Hartholz ist, weil dann die Löcher sauberer werden und ja, schön trocken sollte es sein. Dann haben wir hier noch Bio-Leinöl-Firnis zum Einstreichen, zum Einlassen, damit es ein bisschen wetterbeständiger ist. Holzleim. Dann, jetzt kommt das Krasse, das sind alles verschiedene Röhrchen, wo die Wildbienen reingehen, weil die Wildbienen nisten hier drinnen. Die machen hier drin ihre Eier rein und legen ihre Larven rein. Und das gibt es auch in allen verschiedenen Größen und Varianten. Das hier kann man jetzt alles kaufen. Aber wer keine Kohle ausgeben will oder weniger, der holt sich halt so eine Schilfmatte, die gibt es in jedem Baumarkt. Und die müsst ihr halt dann jetzt mit der Gartenschere ein bisschen klein schneiden, dass es halt die richtige Länge hat. Dann braucht ihr noch Winkel und verschieden lange Schrauben. In allen Längen und Breiten und Dicken. Jo. Es gibt noch viel mehr Materialien, die ihr nehmen könnt. Ich habe hier einfach nur ein paar, die ich halt besonders cool finde. Aber seid einfach creative. Als erstes schneiden wir jetzt die Bretter zu, aber davor müssen wir natürlich noch anzeichnen. Ich mache jetzt die Maße Eigenbau. Wenn ihr genaue Maße haben wollt, wie gesagt, Bauplan wartet auf euch. Gut, und Safety first, gell? So, dann zeichnen wir mal an. Zugeschnitten haben wir jetzt.
jetzt bauen wir das Ganze zusammen. Das wird gleich aussehen wie ein Regal. Und hier kommt noch ein Zwischenboden rein und hier nochmal zwei Wände. Die ersten Schrauben sind nur ein bisschen tricky, weil da steht das alles noch nicht so gut. Aber jetzt wird es dann immer leichter. So, jetzt haben wir die ganzen Verstrebungen drin und jetzt kommt das Dach noch drauf. Jetzt wird das Ganze hier abgeschliffen, die ganzen Kanten noch entgratet und dann geht es auch schon an die Befüllung und das wird richtig cool. Also abschleifen. Jedenfalls fertig abgeschliffen jetzt. Jetzt gehen wir rein und befüllen. Hier kommen jetzt die Löcher rein, weil wir wollen die Klötze ja hier rein tun und da drumherum dann das Schilf. Bei den Löchern ist jetzt folgendes, umso tiefer sie sind, umso besser ist es, weil die Wildbienen gehen ja da rein und machen ihre Larven rein, also immer in so einem Abstand eine Larve sozusagen. Und umso tiefer das Loch ist, umso mehr Larven kann die Wildbiene in das Loch reinmachen. Wenn das jetzt nur so tief macht, dann geht die wahrscheinlich gar nicht rein, weil sie sich die tiefsten aussucht. Also so Minimum 10 cm, besser 15 oder 20 oder so. Die Klötze sind jetzt 20 cm, also da kann man schon hier so tief reinbohren, da freuen die sich. Und wir haben ja 550 verschiedene Wildbienenarten bei uns in Deutschland. Und 30 von diesen Wildbienenarten, die nisten jetzt in diesem Insektenhotel, was wir jetzt bauen, in dem Wildbienenhotel. Die anderen 520. Die anderen 520 Wildbienenarten nisten alle im Boden oder in totem Holz oder so. Also eigentlich ist es krass, nur 30 Arten gehen hier rein, aber die 30 Arten wollen wir ja alle hier drin haben. Deswegen nehmt ihr euch Bohrer in allen verschiedenen Größen, von 1 cm bis 2 mm. In die großen gehen dann halt die Mauerbienen rein und in die kleinen gehen dann halt andere Bienen rein. So genau kenne ich mich mit den Bienen auch nicht aus. Aber umso mehr verschiedene Größen ihr habt, umso besser ist es. Also ihr könnt eigentlich von 2 bis 10 mm jeden Bohrer nehmen. Was auch ganz wichtig ist, damit die Bienen da auch einziehen, ist, dass hier keine Spreißel sind. Also das sieht jetzt perfekt aus. Aber wenn da was rausspreiselt, dann verletzen die sich da ihre Flügel und dann können sie nicht mehr fliegen und dann sterben sie. Also schaut, dass die Löcher alle so aussehen. Wenn ihr könnt, bohrt am besten quer zu den Holzfasern, wie bei den Holzblöcken. Außer das Holz ist wirklich komplett trocken. Wenn ihr längs zu den Fasern bohrt, gehen die Bienen meistens aus Prinzip nicht in die Löcher, weil beim Trocknen fette Risse entstehen können und sich das Holz dann spaltet. Ich fange jetzt hier mit 1 cm an, arbeite mich einmal rum und dann mache ich kleiner bis in die Mitte. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Was auch noch wichtig ist, ich weiß nicht, seht ihr das? Da ist jetzt noch ein Haufen Sägespäne drin, ein Haufen Staub, der beim Bohren entstanden ist. Wenn ihr das jetzt hier noch so ein bisschen ausklopft, kommt das raus und die Bienen können da besser rein. Und wenn ihr jetzt dann doch noch ein paar Spreisel hier oben habt, dann schleift ihr das jetzt einfach nochmal ab und nehmt euch sowas Spitzes, geht da rein und biegt den Rand so um. Dann biegt ihr die Spreisel wieder an den Rand dran und dann sind sie wieder weg. Das ist eigentlich voll der coole Tipp, weil ich habe mich auch immer gewundert, wie kriege ich das jetzt weg, weil manchmal sind die Bohrer einfach nicht so gut. Ja, Mann. Und das Ding hier, das habe ich jetzt auch gebohrt, abgeschliffen. Ihr seht, das ist fast alles total sauber. Also da sind fast keine Spreisel, das ist perfekt so. Und das Ding könnte man jetzt, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt nicht so ein fettes Ding bauen oder auch ein kleineres bauen, nehmt ihr euch einfach so einen Klotz, macht da so wie hier Löcher rein, hängt den regengeschützt irgendwo hin, das machen wir mit dem Klotz auch. Und schon ist es ein Insektenhotel, also es geht auch echt richtig einfach. Nächster Schritt. Überall, wo diese Halme jetzt reinkommen, kommt jetzt eine Schicht Leim hinten dran an die Rückwand. Also wir legen das jetzt hin. Wow. Das ist schon ganz schön schwer jetzt. Und jetzt nehmen wir den Leim und tun hier überall
Weil die Dinger müssen ja festbleiben. Die sollen ja nicht wieder rausfallen. Jetzt holen wir mal hier einen dicken Leim überall auf dem Boden. Lecker. Machen wir erstmal nur die Seite. Brauchen wir es zum Verschmieren. Der Leim muss halt überall sein. Füllung. Jetzt macht's Bock, Leute. Gönnt euch das. Schau allein, wie das aussieht. Alter. Das ist gar nicht so easy, Leute. Oha, oh. Jetzt kommt hier ein bisschen Schilf rein. Oh, das ist einfach der Überste. So, eingeölt sind sie. Sie sind jetzt komplett fertig. Das ist krass, das hat jetzt eine Weile gedauert, aber gönnt euch das. Das sind richtige Kunstwerke geworden. Auch wie geometrisch das ist, das sieht total... Ich finde, wenn man da reinguckt, das ist voll so... Jedenfalls, da sind die Winkel dran und wir hängen sie jetzt raus. Schauen wir mal, wo es hinhängt. Sie sind jetzt alle aufgehängt und aufgestellt. Das hier schaut total nach Süden, also das kriegt den ganzen Tag fett Sonne und ist nie nass, also da kommt nie Regen hin. Das da oben schaut nach Westen, aber das kriegt auch keinen Regen ab und fett Sonne, also die stehen perfekt. Wie gesagt, wenn ihr euch was ganz Leichtes bauen wollt, nehmt euch einfach einen Hartholzklotz, macht da Löcher rein und hängt den auf. Die Bienen freuen sich über jede kleine Bude, die sie finden können. Und ja, Leute, ich wünsche euch was, bleibt stabil und bis bald.